nichts Dummes sagen, Leute. Hallo, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange. Ich muss sagen, ich habe seit einer Woche oder so kein Life is Strange mehr gespielt, weil ich so viel vorproduziert hatte. Ist unglaublich. I need to drop some serious cash in there. Mäzene und Spenden. Mäzen? Verschenken Sie Kunst. Spenden fließen direkt in Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Okay. I wish I had time to go see those murals here. Oh, sieht so traurig aus. Mission Wandmalereien. Gabriel Monaris. Oh, das Hühnchen. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. San Francisco. Im Zeitgeist. Eine Geschichte in Bildern. Oh yeah. Hallo. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. Danke. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Oh. Das hat sie aber lieb gesagt. So, können wir aufs Klo? Nee, können wir nicht. Schade. Wow, Sir. A Danny Lee article. The Golden Gate Reporter. Ich ließ meine Kunst in San Francisco. Von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem Bartzug geboren. Wörtlich ist es eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiederholen werde. Dafür wird Alkohol benötigt. Prost, Mama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenpostinnen, Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden Gentrifizierung florieren Künstler und Erschaffer entgegen allen sozioökonomischen Drucks. Denn genau das ist ihr Markenzeichen. Galerien wie Zeitgeist und Milkovich Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktizieren, was andere Mäzen nur predigen. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay. I wonder how it is to live in a submarine like that. It must be really claustrophobic. Definitiv. Die Jagd auf den richtigen Oktober. Besuchen Sie die berühmte USS Malakoda. Oder so ähnlich. Erfahren Sie mehr über die aufregende Geschichte des ältesten U-Boots von San Francisco, täglich geöffnet in Klamath Wharf. The revolution will not be televised. Stoppt die Neugründung. Wie viele Geschäfte und Anwohner müssen noch für die neuesten Cafés oder überteuerte Trendrestaurants aus ihren Heimen vertrieben werden? Die Geeks, die diese Stadt versklavt haben, benötigen eine Lektion zur Überschreitung. Nehmt diesen Samstag teil, um das Ende einzuläuten. Versammlungsort wird noch bekannt gegeben. Okay. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Erfahre mehr über die Herstellung und Geschichte der Shambhala, wöchentliche Kurse mit Lehrer Charles Alec. 25 Miranda Street, Oakland. Kontakt Senesven at Universal EX. Some mysteries should stay that way. Keltiki-Tour präsentiert. Mysterien der Pazifikinsel. Dreistündige Tour des Küstengebiets in der Bucht. Besuchen Sie antike Grab- und Zeremoniestätte. Entdecken Sie lokale Legenden und Sagen täglich von 7 bis 19 Uhr. Website kaltikitour.org. Ah, ich wollte gerade G sagen. Holy shit, this flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Skull and Bones Halloween Party! Gruselige Kunst, Tattoos, Horrorbands, Mitternachtsvarieté. Süßes oder saures, Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ab 18 Uhr. Ab 18, Mittwoch, 30. Oktober, Tenderloin Warehouse. But what would I wear? Nigels Druidenfest zu Samhain. Wann? 31. Oktober, 23 Uhr bis Open End. Wo? Golden Gate Park. Tickets Nigels Pagan Palace. Alles klar. How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Geschichte des dystopischen Kinos.
Kulturarchivar Xtien Davin präsentiert eine kinetische Clipshow und Lektüre dazu, wie die industrielle, apokalyptische Paranoia die Welt des dystopischen Kinos gebar. Von Metropolis zu Planet der Affen, von Blade Runner zu Die Tribute von Barnum. Other Cinema, Admission Gallery. 666 an der Tür. Ein Zeichen, man weiß es nicht. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Ja, würde ich auch sagen. Hey. It's great to read all these comments. Even the mean ones. So eine Inspiration. Nicht so gut wie die Show letztes Jahr. Da möchte ich direkt selber Fotos schießen. Die Zukunft der Fotografie beginnt hier. Lisa Simpson, really? Adam B., David Foy, Jay Dates, Lisa Simpson. Diese Helden wählten den Pfad des geringsten Bedauerns, Thomas Farber. Ein großartiges Beispiel totaler Überwachung, Anthony Case, irgendwie so. Ihre 15 Minuten Ruhm sind fast um. John Doe, woher kenne ich diesen Spruch? Danke, das ist sehr schön. Inspirierendes Material. Steve. Einfach nur Steve. Einfach nur Steve. Komm mir gerade so vor in der Cam, als würde ich einfach so übel weit unten sitzen oder so. Aber eigentlich sitze ich ganz normal, so wie sonst auch. Ha. Okay. Vielleicht sieht es auch nur so aus. Als ob ich so irgendwie, weiß nicht, so mega hoch gucke oder so. Was durch den, weiß ich nicht? Ach, keine Ahnung. I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. Not my style, but the neon is a nice representation. Hold on to it. Oh shit. Pretentious alert. Are you Max Caulfield? Yep. Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Danke. Gehen wir erst hoch? Nein, wir gehen erst runter, würde ich meinen. Gucken wir uns erstmal hier um, okay. This print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a light. Ist hier unser Bild eigentlich drin? Eiskalt, einfach ein Bild mit ihrer Kamera gemacht. Alles klar. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Jo, geht so. Jetzt wo mein Lehrer verhaftet wurde, nicht mehr unbedingt. I like. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. Ist echt so. I would love to have this on a shelf. Someday. One day. That one is kind of silly. Bisschen, ne? Hatten wir das schon gelesen? Ich glaube, das hatten wir schon gelesen, ne? Duct tape. Eine Kamera mit Duct tape. So irgendwas, was festgeklebt ist vielleicht, oder... Weiß ich nicht genau. I do not understand art. Warum bist du dann hier? Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. Hey. I know it's kind of simple, but... So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation.
She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Now if we can just figure out what's going on with the weather, maybe everything will be like it was before. Environmental science is above my pay grade, Max. But it sure would be nice to get back to Blackwell Academy the way it was before. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Guten Hunger. Ich hoffe, der Kaviar schmeckt Ihnen. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. Bekannter Fotograf und Lehrer für Mord und Entführung verhaftet. Hat er verdient. Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Habe ich hier schon unser Bild eigentlich übersehen, oder bin ich, habe ich noch nicht gesehen, allgemein so. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Hängt unser Foto hier überhaupt irgendwo? Keine Ahnung. How do these galleries afford to rent here? Weiß nicht. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. Dieses Jahr haben ja auch wir gewonnen. God, I love art. You must be the everyday hero from Blackwell. Ja. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Okay. I wonder if I can buy these everyday heroes pictures. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure and I just wanted to let you know how cool your entry was. Danke. Bin ich stolz drauf. That is different. Loving the retro vibe. Me too. Makes me want to go buy an instant camera. Damn, I bet that film costs a fortune. Hab unser Bild gefunden. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Yeah. Are you okay? We lost you there for a second. Your notes. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado, it's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm
Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Fuck. Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Niemals. Nicht, wenn wir es verhindern können. There has to be a way to stop this. For good. Like, I do not understand. Nachdem wir uns hier alles angeguckt haben. I guess everybody is a photographer now. Gibt, glaube ich, nicht mehr. Dann reden wir mal mit Principal Wang. No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Dann muss ich zurückspulen. Kann ich einfach anbauen? Oh, Moment. Unser Bild. Scharf stellen vielleicht? Es wäre noch eine Möglichkeit. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Nein. Oh, you're not. Oh, halt die Fresse. Tell me what kind of instant camera you use. Can we talk later? Thanks. I literally do not have the time to deal with everybody. Meine Güte, ey. Habe ich das bald mal? Oh, hey. I totally am into your photography. Not right now. Junge, geh mir nicht auf den Sack, ey. Focus, Max. Chloe needs you now. Okay. Endlich. Oh, Gott, geh mir die Besuch auf den Sack gerade, ey. Ey. Hä? Habe ich gerade das Spiel verbuggt? Hallo? Hallo? Hm? Moment. Ach komm. Ich kann Leertaste drücken. Wie war das denn, ne? She is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Ah, warte mal. Ja, hier waren wir eben noch schon. Oh. Chloe! Hey, are you okay? Ja, sind wir. We lost you there for a second. Ist okay. I'm okay. Jetlag. High altitude. Ja, so Druckunterschied und so ist nicht gut. Erkläre ich später. Lalala. Oh, you left the ringer off, idiot. Mann. Warum macht er kein Save, kurz bevor wir uns das Foto ansehen? Please, warum spackt das überhaupt rum? Das ist das Problem. What? Aber gut, Leute. Wir hatten das ja eh schon. Ich würde sagen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Und dann, nachdem ich das Foto scharf gestellt habe, damit wir das, falls es nochmal passiert, damit ich das halt immer wieder wiederholen kann, bis es endlich funktioniert hat. Oh mein Gott. Haut da rein. Oh, I didn't fix shit.